1.21 Gigawatt! 1.21 Gigawatt! Hallo und herzlich willkommen beim Brick Week. Heute mit einem Review, über das ich mich sehr, 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 sehr und schon lange freue. Ein DMC DeLorean. Jawohl, für mich eines der kultigsten Filmautos oder Autos aus Filmen aller Zeiten. Gut. Gehen wir mal der Reihe nach. Durch dieses schöne Set wird uns präsentiert von der Firma G-Star. Jawohl, Modellnummer ist 92004 und wir haben 2716 Teile. Zwei Anleitungen vom Aussehen her, vorne und hinten, beide absolut identisch. Made in China, aber mit einem grünen Punkt drauf. Also das ist schon mal ganz gut. Okay, die Anleitung von G-Star sind auf hellblauem Hintergrund und die Sachen sind gegraut. Das heißt, man sieht recht gut, was neu ist. Allerdings sieht man nicht ganz so gut, wenn verschiedene Farben verbaut worden sind, als Anhaltspunkt. Also geht noch einen Tick besser, wenn es desaturiert ist, anstatt auf grau. Aber problemlos. Ich hatte nur eine Stelle, da habe ich mir gedacht, das geht nicht zu bauen. Wie ist es? Dann habe ich gedacht, jetzt mach es so, obwohl es falsch sein muss. Und dann war es richtig. Auf der nächsten Seite habe ich dann dasselbe Ding für die andere Seite gebaut, aus einem anderen Winkel, und da war es dann sofort sichtlich. Also wenn ihr irgendeine Stelle habt, wo euch nicht sicher seid und denkt, vom Winkel, das sieht verdammt komisch aus, blättert einfach mal ein, zwei Seiten vor. Meistens wird es für die andere Seite dann selbstverständlich auch noch gebaut und da sieht man es dann meistens aus einem anderen Winkel. Also ich habe nur einmal wirklich ein kleines Problem gehabt. Ansonsten ist die Anleitung gut bis sehr gut, kann man nichts sagen. Teilequalität. G-Star, ich habe vor 3 Jahren mal ein Set vorgestellt, war von der Klemmkraft gut, aber von den Fliesen her nicht so toll, so ein kleines Flugzeug. Dann habe ich vor einem halbdreiviertel Jahr den Hüteladen Headshop vorgestellt, ein geklauter Mock von Bricky Brick, glaube ich. Der war super. Teilequalität hervorragend. Hammer auch hier. Wir haben eine Top-Haltekraft, wir haben eine Top-Klemmkraft. Wir haben innerhalb der Farben wenig Abweichung. Ja, die eine schwarze Fliese ist mal ein bisschen matter oder sowas, aber jetzt wirklich nicht stark und auch nicht mehr, als es beim Marktführer wäre. Also von daher absolut vollkommen okay. Aber die Klemmkraft ist gut bis sehr gut, da gibt es überhaupt nichts. Das ist fast auf Gobrix-Niveau. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Der Aufbau? Problemlos. Macht wirklich Spaß. Man baut erst eine gesunde Unterbasis aus, ich glaube, 20 oder so 4 auf 6 Frames, die kleinen Technikrahmen, ganz, 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 ganz viele. Und da baut man dran und drüber und ne, dann komplementiert man so Stück für Stück. Ihr habt die 3 Minuten am Anfang Aufbauimpressionen gesehen. Hier hinten sind brutal viele Platten aufeinander. Wenn ihr den kleinen Hammer habt von Gobrix, vielleicht aus einem alten Set, dann hämmert euch das durch, weil da kommen wirklich 3, 4, 5 Lagen Platten drauf und ist natürlich besser, vor allem weil die Klemmkraft sehr hoch ist. Wenn ihr das einmal wirklich kurz durchklopft, dann dürftet ihr keine Probleme haben. Ansonsten, das ist ein Display-Set, sage ich gleich vorneweg. Das fällt zwar nicht gleich auseinander, wenn man es in Kinderhände gibt, aber es hat ein paar Schwachstellen. Also für mich ist es ein reines Display-Set, gleich mal vorneweg. Die Farbe, das war was, wo ich am meisten Angst hatte. Es ist nicht perfekt, aber sie haben es so gewählt, dass es wenigstens gleichmäßig, ungleichmäßig ist. Ja, gleichmäßig, ungleichmäßig. Kommen wir mal ganz kurz zum Original. Ein ehemaliger GM-Mitarbeiter ist 1975 aus dem Unternehmen ausgeschieden, weil er mit GM nicht zufrieden war. Er wollte nachhaltigere Autos, andere Autos. Und dann kam er auf die Idee, die DeLorean Motor Company zu gründen, der gute Herr DeLorean. Und dann hat es so ungefähr 6 Jahre gedauert, bis 1981 das erste Auto hier vom DeLorean DMC in England vom Band lief. Es wurde von 1981 bis 1982 produziert, hat einen Haufen Probleme gehabt. Die Motor Company war 1983 dann auch schon wieder pleite nach 8 Jahren.
ich weiß gar nicht, wie viel von denen insgesamt hergestellt worden sind. Hat einen 2,4 Liter Motor, halt einen 2,8 Liter Motor, ein Vierzylinder komischerweise. Und vielen war das Auto einfach zu langsam. Das wurde als Sportwagen angekündigt und schaffte gerade mal 200 km/h. Hallo, hallo, jemand zu Hause? Hey, denk mal nach, McFly. Das war auch 1982. Dann schon ein bisschen wenig. Ja, heutzutage sowieso, da sind wir bei 400 km/h. Aber auch das. Also kurzum, das Ding war ein Flop. Absoluter Flop. Trotzdem ist es mit das kultigste Auto der Film- und Fernsehgeschichte. Dieses Auto kam in so vielen Filmen und Serien vor, Anspielungen drauf, wenn es nur erwähnt worden ist. Guckt euch mal den Wikipedia, ich mache euch einen Link unten zum Wikipedia-Eintrag. Es gibt kaum ein Auto, was mehr irgendwo erwähnt worden ist als dieses Auto. Und zu verdanken haben wir es natürlich unseren drei Teilen Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Ich bin Kind der 80er, ich war 13, als der erste rauskam und natürlich hin und weg. Jetzt habe ich die Filme, die alle drei, vor ein, zwei Jahren nochmal mit meinen Kindern geguckt und ich muss sagen, die sind relativ gut gealtert. Nicht unbedingt die Spezialeffekte, das war damals sogar noch Bluescreen, nicht mal Greenscreen, aber das geht. Also im zweiten wurde es dann schon deutlich besser und im dritten, aber der Film ist an sich immer noch toll. Klar, es ist ein 80er Feelgood-Movie, die würden heute so nicht mehr funktionieren. Aber in die damalige Zeit passt er perfekt. Und es ist die einzigste Filmtrilogie, wo alle drei Teile gut sind und alle drei miteinander, ineinander funktionieren. Gibt es sonst nirgendwo. Das ist so harmonisch und sie sogar zusammengehören. Weil, wer sie noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Die sind so schön miteinander verschachtelt. Alle drei, auf allen drei Zeitebenen. Es ist super, super Drehbücher. Sowas gibt es heute nicht mehr. Da sind auch kaum, natürlich sind Logikfehler drin, das ist ein Zeitreisefilm. Aber ihr wisst, was ich meine. Ansonsten ist es nicht so, das tut weh. Das habt ihr in dem Film nicht so stark. Und sie sind halt wirklich witzig und gut gedreht. Es waren sogar, kleines Funfact noch, damals Teil 2 und 3 waren die ersten beiden Filme, die back-to-back jemals produziert worden sind. Die wurden am Stück geschossen. Innerhalb von einem Jahr, glaube ich, Dreharbeiten. Wurde später immer wieder gemacht für andere Filme, wenn man schon wusste. Ne? Piraten der Karibik und so weiter wurden oft Harry Potter back-to-back produziert. Das hier war der Ursprung, Zurück in die Zukunft. Michael J. Fox. Robert Zemeckis, übrigens der Regisseur nochmal, hat auch einen Haufen toller Filme gemacht. Okay, aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Farben. Da habe ich glaube den Abbieger genommen. Das hier ist nicht grau, es ist nicht silber, es ist in meinen Augen so ein Pearl-Silver-Grau. Es hat wie das Pearl-Gold von Lego so Farbverläufe, so marmorierte, wo es mal heller, mal dunkler ist, als wäre die Masse nicht richtig gut umgerührt halt. Ne? Ist Absicht. So, erstmal der Blick von vorne. Dann seht ihr das schön. Wir haben 6 der großen Fliesen, 6x6 auf der Motorhaube. Allerdings nicht mit einem ganz zentrierten Angustpunkt. Ganz komisch, der Angustpunkt ist so nicht ganz in der Mitte. Dafür sind sie aber schön hochspiegelnd glänzend. Aber ihr seht, sie haben alle leicht einen anderen Farbverlauf. Die Seite. Und von hinten. Von der anderen Seite er ist nicht ganz symmetrisch. Hier hinten haben wir noch so grüne Pflanzenteile. Ich muss mir das Original nochmal angucken, was das Grüne dran ist. Meistens sieht man nämlich nur von der rechten Seite, von der Fahrerseite. Auf fast allen Bildern sieht man die andere Seite ganz, ganz selten. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Okay, wir haben 3 Schwachstellen an dem ganzen Set. Die erste ist eindeutig hier die Flügeltür. Die lässt sich gut öffnen. Gar kein Problem. Allerdings, jetzt hält. Beim vorigen Take ist sie dauernd runtergefallen. Achsen und diese kleinen Kardangelenke, sag ich jetzt mal. Die Kardangelenke, also nur das hier, ist eine Katastrophe. Das geht eigentlich die ganze Zeit, das ist ein Wunder. Ich habe das gerade eben schon mal gedreht. Jetzt, genau. Da will er euch mal was zeigen, wenn es kaputt geht, und dann geht es nicht kaputt.
Das ist mir nämlich im vorigen andauernd passiert. Warum ich das jetzt trotzdem nochmal drehe, war dann ein Aussetzer. Ich plötzlich nicht mehr wusste, wo es weitergeht. Das sei zwar von mir gewohnt manchmal, aber wenn ich dann 30 Sekunden hier hocke, das habt ihr dann auch nicht verdient. Deswegen habe ich gedacht, drehe es normal, weil ich schneide einfach nicht so gerne. Okay, also hier Flügeltüren gehen natürlich auf beiden Seiten auf. Aha, jetzt kann sein, dass er vorher andersrum stand. Na ja, also gut, sie halten beide. Allerdings habt ihr gesehen, wir haben dadurch keine A-Säule. Geschlossen ist es jetzt eh vollkommen egal. Offen sieht es halt ein bisschen komisch aus, muss man schon so sagen. So, zweite Sollbruchstelle, also das hier, wie gesagt, und dass es öfters runterklappt, die Heckschürze. Die ist in zwei Teilen. Und der untere Teil, wo die Auspuffrohre dran sind und so weiter, der kann sich vom oberen Teil schnell lösen. Jetzt ist es so, dass das hinten dran geschoben wird und dann vom Fahrzeug weg in die Noppen geklickt. Ist eine Sollbruchstelle. Wenn es euch losgeht, ist es coole, dass es nicht gleich rausfällt. Es fällt dann so einen halben, so 2 mm nach unten, die hintere Heckschürze, fällt aber nicht raus. Das ist gut, wenn das trotzdem Kindern zum Spielen gibt. Die Heckschürze geht nicht verloren. Sie bleibt da dran wabbeln. Das ist ganz nett. Und dasselbe ist hier vorne nochmal. Ihr baut die gesamte Frontschürze als ein Teil und klickt dann auf Noppen, die so sind. Die Hölle. Ich habe 5 Minuten mir einen Wolf gedrückt, weil da unten drunter Jumper Blades sind und die teilweise Millimeter anders sitzen und ihr kriegt nicht wirklich gescheit Druck drauf. Das sitzt auch jetzt nicht auf allen Noppen vollkommen gleich. Ich habe es gesehen, in der Mitte sind ein, zwei, wo ein kleiner Spalt ist. Also das müsst ihr beachten. Reines Display-Set. Funktion, ihr habt es gesehen, wir können die Flügeltüren öffnen, wir können die Frontschürze öffnen. Also die Motorhaube. Innen drin haben wir ein Ersatzrad. Das ist nett. Ansonsten ist innen drin gar nichts, weil klar, ne, Heckmotor. Und das für vorne ist nur der Kofferraum. Der ist komplett schwarz genoppt und gefliest. Da gibt es gar nichts. Die vordere Platte hier lässt sich ganz gut bauen. Auch das Einsetzen. Da hatte ich Bedenken, dass das furchtbar wird. Das ging aber. Die Seitenlinie vorne ist natürlich nicht perfekt. Das ist aber auch, ihr seht es hier, dass das hier ist nicht ganz perfekt. Ja. Ach so, es ist, ich würde sagen, es ist mit das Beste, was man für so ein Auto hinbekommen kann. Maßstab hier, was, ich schätze mal, wir sind im Maßstab 1 zu 10 ungefähr unterwegs. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ungefähr. Ausmessen. Und zwar, ich habe gestern Abend ausgemessen und muss irgendwie, ich habe gestern Abend noch die Set-Info fertig gemacht und dann vorher ausgemessen nochmal und gedacht, Moment mal, irgendwas hast du da gestern falsch gemessen im Halbdunkel. Also vergesst das, was in der Set-Info steht, er ist nicht 47 cm, er ist 46. Genauso wie er nämlich 20,5 breit ist, ist statt 19,5, also ist ein Zentimeter kürzer, dafür ein Zentimeter breiter. Höhe stimmt ungefähr 14 cm. Gewicht weiß ich jetzt nicht. Wir haben keine Lenkung, wir haben keine Stoßdämpfer, wir haben kein Differential. Nichts, das ist ein reines Creator-Showcar. Lenkrad ist nicht angeschlagen, gar nichts. Was dieses Set aber in meinen Augen wirklich verdammt gut macht, sind die Drucke. Ihr habt es gesehen beim Aufbauvideo. Hier hinten haben wir den Autotime und innen drin im Cockpit, es ist alles bedruckt. Kein einziger Aufkleber und die Drucke sind wirklich geil. So wie im Originalauto. Destination Time, Arrival Time, ihr habt es gesehen im Aufbau. Super. Und die Jahre stimmen auch noch. 85 und 55 und so weiter. Das ist richtig super gemacht mit Liebe. Keine Fehler, was das betrifft. Keine Fehler. Also Lego bringt nächstes Jahr für, glaube ich, 169 Euro UVP, bin mir aber nicht ganz sicher, einen DeLorean raus mit 1700 Teilen. Also gute 1000 Teile weniger. Der hier kostet, glaube ich, im Moment 93 Euro.
klar, Lizenzkosten und so weiter. Mir geht es jetzt aber gar nicht um die Lizenz, mir geht es darum, wie löst Lego das? Wie sieht der von Lego aus mit 1000 Teilen weniger? Also erstmal schätze ich, ist er wahrscheinlich ein gutes Stück kleiner und nicht ganz so detailliert. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich denke, er ist kleiner, nicht so detailliert. Und dann werden wir mal gucken, ob er Aufkleber hat oder bedruckt ist. Bei Mustang haben sie es ja schön bedruckt. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde mir holen, den von Lego. Ich habe schon ewig kein Lego-Set mehr gebaut. Und ich glaube, ich hole den, dann kann ich auch ein Vergleichsvideo machen. Aber der hier gehört eindeutig zu meinen Lieblingsfilmautos aller Zeiten. Ghostbusters gehört natürlich noch dazu. Der Ektor 1. Kit, ja, wie alt war ich da? War ich auch so 12, 13. Da fand ich David Hasselhoff und Kit natürlich schon noch cool. Mit 15, 16. Da hat es dann schon schwer nachgelassen. Und natürlich die Batmobile und einiges. Aber der hier gehört eindeutig zu meinen Lieblingsautos. Wer die Filme noch nicht gesehen hat, bitte guckt sie euch an, vielleicht die jüngeren Zuschauer unter euch. Die Älteren in meinem Alter werden sie, denke ich, alle gesehen haben. Die Jüngeren kennen das Auto vielleicht trotzdem, auch wenn sie Zurück in die Zukunft nicht gesehen haben, aus Ready Player One. Da wird es ikonischerweise dann nochmal verwendet, hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut. Also gerade die Anfangsfahrsequenz, Verfolgungsjagd mit Kong und dem DeLorean ist super. Der Film ist nicht besonders gut, er ist okay. Hat einen Haufen Mängel, aber der DeLorean hat mir ein breites Grinsen ins Gesicht gezimmert. Hatte allerdings vorher schon das Hörbuch gehört beim Renovieren und wusste, dass der DeLorean drin vorkommt. War mit der Grund, warum ich mir den Film angeguckt habe. Okay, ansonsten kann ich nur sagen, Menge Spaß beim Aufbau. Super detailliert hier hinten, Fluxkompensator, das sind Rollschuhe und ach, guckt euch, ihr habt es ja schon gesehen. Super. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Im Moment ist es der beste DeLorean, den ihr für Geld als fertiges Set kaufen könnt. Es gibt noch den Brickvault Mock und ein, zwei andere auf Rebrickable. Ach, übrigens, Link unten in der Beschreibung zum Designer. Als das Set angekündigt worden ist, gab es auch noch eine Rebrickable-Page von ihm. Die ist weg. Ich weiß jetzt nicht, ob G-Star das offiziell designt hat und deswegen seine Anleitung auf Rebrickable weg ist. Keine Ahnung. Ich habe euch aber einen Link zu seinem Flickr-Account auf sein DeLorean-Album. Da hat er mehrere Alben mit verschiedenen Mocks, die er vorstellt. Ihr habt also zwei Links unten in der Videobeschreibung, wie immer. Einer zum Shop, wo ihr ihn kaufen könnt, und der andere dann zum Original-Designer. Also von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Ja. Die Mängel, die er hat, hier vorne die Frontschürze schwer anzubringen, das macht er einmal. Die Türen, dass sie schnell auseinanderfallen hier an der einen Stelle und dass sie eventuell nicht ganz, ganz oben bleiben, aber mittlerweile doch, absolut in Ordnung. Dass wir keine A-Säule haben, denke ich, kann man verschmerzen, weil man meistens, denke ich, geschlossen stehen lässt. Man muss wirklich nur aufpassen, die Kleinteile hier oben zum Abfallen beim Spielen oder hier hinten eben die Heckschürze. Ansonsten ist es ein Auto, was von mir absolute Empfehlung bekommt. Absolute Empfehlung, weil die Mängel sind wenig und für ein Display-Car im Endeffekt nicht relevant. Weil wenn ihr ihn fertig habt, steht er da und dann ist gut, dann fällt auch nichts mehr ab. Und ihr erfreut euch einfach an dem doch recht gelungenen Design, nicht perfekt, aber recht gelungenen Design. Und wer Lust und Laune hat, kann mit Sicherheit auch noch einiges ein bisschen umbauen. Gerade hier vielleicht die A-Säule, dass man die vielleicht anders löst. Oder hier vorne, das ein bisschen anders löst. Ich weiß es nicht. Guckt mal in den verschiedenen Foren. Ich habe gesehen, da haben Leute schon angefangen, den umzubauen. Ihr habt natürlich ein Problem mit der Farbe. Also alles, was hier dieses Silber Pearl ist, müsst ihr halt daraus benutzen. Also umbauen gehen dann nur, indem man entweder Teile dann schwarz macht oder sowas oder halt unten drunter. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir zwei Daumen nach oben. Die Freude überwiegt hier doch deutlich die absolut kleinen Mängel. Ach, rollen. Ihr wollt vielleicht noch sehen. Ja, er rollt. Und das recht smooth. Absolut smooth. Gibt's nichts zu sagen. Okay. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr den? Findet ihr, gibt's einen, der besser aussieht?
mögt ihr das Auto auch, obwohl es eine absolute Dreckkiste in der Realität ist. Das Ding ist, war, ich meine, es hat kein, nicht umsonst von 1981 nur bis Anfang 83 anderthalb Jahre gebaut worden. Das Ding war ein Qualitätsproblem, ein fahrendes Qualitätsproblem. War aber auch bekannt, da der Herr DeLorean einen Haufen Druck durch die Geldgeber hatte, nach 6 Jahren endlich ein Auto zu zeigen, nachdem er 75 angefangen hatte, hat er halt 81 das Ding dann ohne Qualitätskontrolle rausgebracht und ja, nicht allzu viele wurden gebaut und trotzdem wurde er zu einem der bekanntesten Autos der Filmgeschichte, was, oder überhaupt zu einem der bekanntesten Autos der Welt, den DeLorean kennt. Also, ich würde sagen, mindestens 1 Milliarde Leute, vielleicht sogar, naja, 3 Milliarden Leuten kennt den DeLorean mit Sicherheit. Das ist doch für ein absolutes Flop an Auto doch schon eine starke Leistung. Okay. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Schreibt gerne mehr Kommentare. Ihr wisst, der der YouTube-Algorithmus, ich bin morgens nach unten gefallen in meinen Zuschauerzahlen und habe gesehen, bei mir sind einfach wenig Kommentare. Im Gegensatz zu manch anderen, die sich mit ähnlichem Thema beschäftigen. Schreibt ein bisschen mehr Kommentare, wenn ihr mir was Gutes tun wollt. Könnte ja sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Euer Frank, der Freak, oder in dem Fall hier der Brickfreak. Nächstes Video, Tote Sterne. Der ist fertig. Der steht auch schon eine Woche hier fertig rum. Morgen habe ich die Muße, das Video dazu zu machen. Also in 1-2 Tagen kommt dann der Tote Stern. Und dann geht's weiter mit dem Falken. Ich habe alle Teile da. Der Falke kommt. Alles kein Problem. Habt eine gute Zeit. Bye.